Ups. Bin jetzt wieder nur ich gerade zu doof, oder? Scheinbar ja. Halten, halten, halten. Oder muss ich das vielleicht... Moment. Einmal. Ihr kraftet nicht, Leute. Im Ernst. Ah. Ach, auch noch in der richtigen Reihenfolge hier. Ich dachte, ich müsste da jetzt wieder so einen Stromkreis oder sowas herstellen. So, jetzt ist der Ofen an. Feuer! Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Das Ding lebt. Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Drei. Ich weiß, wo das hinführt. Ja. In die altbekannte Isaac-Duff-Laufen-Manier. So, aber erstmal holen wir uns unsere Sucherbots wieder und schmeißen die beiden Platinen rein. Ich müsste mal langsam wieder damit anfangen, ordentlich Ressourcen zu sparen. Und nicht immer alles rauszuhauen. Und ich glaube, das mache ich dann auch ab jetzt mal. So, aber erstmal schicken wir den nächsten Sucherbot los. Und Sucherbot Nummer 2 losgeschickt. Ah, da sind sie ja. Hier drüben. Das ist der Plan, von dem ich sprach. Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Aha. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Sieht aus, als hätten sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Ich hoffe, ich kann genug zusammenstücken, um die Maschine zu finden. Warum Na gut. Irgendwie gefällt mir das ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr. Frage. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung dieses Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codex. Unfassbar. Was ist daran denn unfassbar?
Ah, ich mag den Captain mal sowas von überhaupt nicht. Leute? Warum tut ihr sowas? Seid ihr dumm? Ich hab noch nicht mal was da. Oh, doch, hat der. Stasepack und Munition. Sehr schön. Ihr seid nicht umsonst gestorben. Alles klar, so. Drecksfisch. Irgendwie beschleicht mich so eine dunkle Vorahnung, dass dieses Vieh noch nicht so ganz tot ist, wie es aussieht. So, ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch die Zugangscodes für das Ding gehabt. Meets. Textlock-Meets. Voll gut. So, da haben wir es. So. Zum Plateau. Muss ich da hoch oder muss ich da hoch? Ich muss zum Plateau hoch. Wenn dieses Ding mich gleich im Fahrstuhl angesprungen kommt, dann hau ich dem aber sowas von die Hucke voll. Aha. Och, die Viecher schon wieder. Och, nee. Da. Oh, hui! Da war noch ein Dritter. Hier irgendwo war noch ein Dritter. Hier sind noch mehr, ich höre doch noch was. Oder auch nicht. Na gut, na gut, na gut. Ich beschwere mich auch nicht. Bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist? Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien. Dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew nimmt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Gott schütze die Kolonien. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet ach ja, das, dass jetzt haben wir wieder eine Endlosschleife von dem Ding. So, Moment, hier lag noch ein Textlock, genau. Das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen.
Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste so. Crew setzt alle Fahrzeuge. Erstmal hauen wir hier eine Talkstange rein. Auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen. Sehr gut. So. Ab. Einen Repetierer. Ein bisschen Altmetall. Und hier haben wir eine Platine mit plus 2 Feuerrate, minus 1 Schaden. Oh, ups. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer zu sein. Okay, Fortschritt wird gespeichert, das sieht hier nach einem Kampfplatz aus, um ehrlich zu sein. Nummer 1. Da ist doch noch einer. Sehr schön. Oh. Damit hätten wir das auch. So. So, dann wollen wir uns nochmal dieses Ding hier ranmachen. Ich finde... Oh, die sind so nervig, diese Teile. Aber na gut, oh Gott. Zack und zack. Zack und zack, zack und zack. Zack und... Oh, nein, Mist, zack und zack. Oh Gott, zack und zack, zack und zack. 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 Na, zack, 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 zack. Ach du Scheiße, zack, zack, zack. Nein! Nein! Das war so knapp. Zack, zack, zack. Meine beiden Sucherbots sind wieder da. Zack, zack, zack. Na, zack. Einmal so und dann so. Und dann so, so, so machen wir mal. Und dann machen wir mal so, so und so. Dann 1, 2, 3. Oh, ups. Nein, 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 nein. Zack, zack. Oh Gott, war das knapp. So, so, so und so, 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 zack. Ja, geht doch. So, rein da. In die Stube. Ah, ein bisschen Action hier. Obwohl, nein. Munition hier für uns. Oh. Hey Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben, anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein, was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Da drüben noch was? Nö. Naja, alles klar. Dann machen wir uns mal auf große Forschungsreise mit Isaac. Wo muss ich lang? Ich muss da runter, aber ich möchte erstmal kurz hier gucken.
Ah, damit kann ich diesen tollen Käfig hochfahren. Okay, okay, okay. Dann mal ab hier runter. Ja. Okay, wo seid ihr? Wieso kann ich keine Munition mehr mitnehmen? Das finde ich äußerst semi-geil. Noch ein Teil gefunden. 2 von 3 schon. Finde ich gut. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Genau. Och, ich will eine Bank. So. Ich will dann nämlich die Munition mitnehmen. So, immerhin. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Möchte man meinen. Naja, so. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass hier unten jetzt nicht unbedingt eine Bank rumstehen wird. Aber hier ist doch gerade irgendwas ausgebrochen. Na, mich würde nicht überraschen. Hahaha, mich würde es nicht überraschen, wenn es mich da oben jetzt gleich überrascht. Habt ihr das Wortspiel bemerkt? Naja. Ja, muss ich dann... Ja, muss ich wieder offenbar durch die Tür zurück. Und, nicht? Na gut. Durch die Tür? Durch die Tür, ja. Ich erschrecke mich jedes Mal bei diesem Scheißgeräusch. Wusste ich's doch. Spinny kommt wieder. Na komm, bring mir's zu Ende, Motherfucker!